Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge und heute haben wir nochmal einen Cyclomatus vor uns. Das hier ist ein Männchen von Cyclomatus lunifer. Das ist eine Art, die auf Borneo, Sumatra und in Malaysia vorkommt und sie wurde 1905 von Boileau beschrieben. Da gibt es dann auch verschiedene Farbformen, die meisten sind eben ja typisch bräunlich orange gefärbt, eben auf den Elytren, Pronotum, Kopf und Mandibeln. Ich habe hier jetzt ein Exemplar erwischt, das ab dem Pronotum einen leichten Grünstich drin hat, vor allem auf dem Kopf. Das ist schon etwas seltener. Und leider ist das Exemplar nicht im besten Zustand. Also ich habe hier schon den Vorderkörper wieder anleimen müssen. Der ist auch noch nicht genug getrocknet, also den kann ich quasi so abnehmen. Aber wenn wir gleich präparieren, stecken wir den so fest, dass der dann quasi beim Trocknungsprozess auch angeklebt wird. Die Fühlerkeulen sind leider auch abgebrochen, deswegen werden wir die Fühler auch nicht herauspräparieren. Ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach direkt los. Okay, der Käfer hat jetzt für einen Tag an der Heizung getrocknet. Ja, und dann hoffen wir mal, dass jetzt beim Abnadeln nicht wieder alles auseinanderfällt, wobei das gut möglich ist. War ein ziemlicher Krampf, den zu präparieren, da nichts halten wollte, was angeklebt wurde. Und ein bisschen nervenaufreibend gewesen, der Kleine hier. Ist auch wahrlich nicht unser schönstes Präparat geworden, aber den Umständen entsprechend ja noch im Rahmen. Wie gesagt, die Fühlerkeulen waren eben abgebrochen. Deswegen habe ich die Fühler jetzt auch nicht nach draußen präpariert. Er hat halt echt so einen schönen, leichten, grün metallischen Schimmer auf Pronotum, Kopf und Mandibeln. Ist relativ selten, meistens sind die halt eben einheitlich ja, so orange gefärbt, orange-rötlich. Echt ein cooles Exemplar. Kommt auch trotz Beschädigung natürlich in die Sammlung. Ja, dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt unten in die Kommentare, abonniert. Ich sehe euch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.